Guten Tag, wir sind vor dem Naturkundemuseum in Leipzig. Da oben ist eine Spinne. Hast du Angst vor Spinnen? Nein. Das ist sehr gut. Hast du eher nicht. Vor der nicht, aber als Kind, wenn die unter dem Bett saß? Ja, sobald ich die Augen sehe, ist die Spinne zu groß. Ja, das ist wohl so. Du bist eine Museologin. Davon habe ich noch nie was gehört. Was ist das, Museologie? Museologie ist Museumswissenschaft. Das bedeutet, dass man nicht Fachwissenschaftler als solcher ist, sondern Kunstwissenschaftler. Und das, was die Fachwissenschaftler quasi herausfinden und arbeiten, für das Museum verarbeitet und überhaupt dafür sorgt, dass das Museum arbeiten kann. Sag mal ein Beispiel. Also ich habe jetzt eine riesige Sammlung mit Leichenfliegen. Die habe ich 50 Jahre lang gesammelt und die möchte ich jetzt, die schenke ich euch jetzt. Und dann? Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das schöne Setzkästen sind und die Fliegen gut präpariert sind. Dann wird geschaut, dass die Fliegen auch eine komplette Dokumentation haben, also dass dort ein Fundort drin ist, dass es eventuell eine Inventarisierungsnummer gibt und Daten. Und dann werden diese Fliegen in der Datenbank verarbeitet und eingepflegt, dass sie so auch anderen Wissenschaftlern zugänglich gemacht werden. Und wenn ich jetzt für eine Ausstellung diese Fliegen brauche, muss ich nur in der Datenbank suchen und kann sagen, aha, diese Nummer und dann hole ich mir meinen Setzkasten aus dem Depot. Hört sich ganz schön langweilig an. Gibt's? Nee, ist es aber nicht. Warum macht's Spaß? Museologie und das Arbeiten am Museum macht wahnsinnigen Spaß, weil man dafür sorgt, dass das, was in der Wissenschaft geschieht, nach außen getragen und vermittelt wird. Wir sind dafür da, dass wichtige Belege aufbewahrt werden, dass sie nutzbar bleiben und dass sie vermittelt und ausgestellt werden. So hast du mich ja, hast du gerade gesagt, kennengelernt, weil du mich mal angeschrieben hattest. Weißt du noch, worum es da ging? Ich bin nicht auf direktem Weg Museologe geworden, sondern ich habe mal Biologie studiert und damals auch im Bereich Mikrobiologie Tutorien gehalten. Ich kannte die Bücher von Marc und das Material war toll. Und dann habe ich damals angeschrieben, um dieses Material für mein Tutorium zu nutzen. Könnt ihr natürlich, sollt ihr. Ich will auch Wissen vermitteln, ist doch klar, ne? Genau. Weißt du noch, was für Material das war? Irgendwas mit Bakterien oder? Es ging um PCR-Kettenreaktionen. Ah, auch sehr gut. Genetische Fingerabdrücke. Die wollen wir auch im neuen Naturkundemuseum sehen. Achso, da dürfen wir das schon verraten. Sonst bald ein neues. Das dürfen wir nicht verraten. So, also, wo studiert man Museologie? In Leipzig, hast du gesagt, ne? Genau, man kann Museologie in Leipzig studieren. Und wo noch? In Berlin, glaube ich. Richtige Fachwissenschaftler können aber rüberwechseln. So, du hast ja auch angefangen zu studieren. Wird dann da was angerechnet? Also wenn man schon irgendwas kann? Das kommt auf die Fachwissenschaft an. Wenn man jetzt Historiker ist und den Abschluss natürlich nicht fertig gemacht hat, wegen ECTS-Punkten und so, dann kann man da schon was angerechnet bekommen, denke ich. Als Fachwissenschaftler ist es gar nicht so schlecht, wenn man erstmal sein Studium irgendwie fertig macht oder ein paar Fähigkeiten sammelt und dann kann man noch Museologe zusätzlich werden. Aha, können wir sozusagen als Superkraft noch zusätzlich entwickeln. Also, werdet Museologinnen und Museologen, wir brauchen viel mehr davon. Wir brauchen sehr viele gute Museen und wir brauchen Leute, die es schön vermitteln. Das ist die letzte Frage. Was ist der geheimste Trick der Museologie, wie man was cool vermittelt, sodass es die Leute auch wirklich packt und interessiert? Storytelling, gute Geschichten. Ja? Ach ja, ihr habt ja auch eine Geschichte, zum Beispiel eine Eule, die schon vergraben war, zum Beispiel. Ne? Das ist eine gute Geschichte. Hier im Museum, da habt ihr einen Namen für die Eule? Da muss man den Präparator fragen. Also, hier im Museum gibt es eine Eule, die war schon mal kurz begraben und der sehr, sehr gute Präparator hat es fertiggebracht, sie wieder zum Leben, will ich nicht sagen, zu erwecken, aber für eine museale Ausstellung zu erwecken. Wenn ihr mehr Storys sehen wollt, kommt in das Naturkundemuseum in Leipzig. So ist es. Es ist voller Geschichten und voller cooler Museologinnen. Tschö.